Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva und ich werde euch heute ein paar Übungen für unsere Hände und für die Unterarme zeigen auf unserer Happy and Fit Akupressurmatte. Wir legen gleich los. Und zwar begib dich in einen Fersensitz und nimm deine Akupressurmatte quer auf die Matte oder auf den puren Boden. Und von hier aus nimm deine Hände, wir beginnen mit den Händen, nimm deine Hände auf die Matte und am besten deine Fingerkuppen jeweils auf einen deiner Kreise, wo diese Stacheln sind. Und von hier aus kannst du dann ein bisschen zurücktreten, mit deinen Knien in Vierfüßlerstand kommen und dann spürst du schon diese schönen Stacheln unter deinen Händen. Und jetzt bleibe einfach mal hier, lass die Schultern über den Handgelenken und spür jetzt einfach mal rein. Und dann ganz langsam kannst du beginnen, in eine Bewegung zu kommen. Versuch das Gewicht nach vorne und nach hinten zu verlagern. Dann spürst du auch, dass es ein bisschen intensiver wird. Du kannst es ein paar Mal wiederholen und dann kannst du von rechts nach links wippen. Verlagere das Gewicht auf die Innen- und Außenseiten deiner Hände. Sollte sich sehr schön anfühlen. Dabei werden auch die Faszien so ein bisschen gelöst, die sich immer wieder verkleben, vor allem wenn wir viel vorm Computer sitzen, viel tippen müssen. Dann ist es eine wunderschöne Erholung, ein wunderschönes Treatment für unsere Hände. Und dann kannst du gerne wieder zurückkommen und hier Kreise machen über deine Handgelenke. Lass den Atem dabei trotzdem ein- und ausströmen, auch wenn es ein bisschen schmerzt. Und kreise auch in die andere Richtung. Lass deine Wirbelsäule auch trotzdem ganz neutral, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und von hier aus kannst du dann wieder zurückkommen. Du kannst dich kurz auf deine Fersen setzen, hier kurz mal entspannen. Und dann zeige ich gleich die nächste Übung. Dazu bleibst du auch im Fersensitz und drehst jetzt deine Handgelenke so, dass die Fingerspitzen zu dir schauen. Dann spreize wieder deine Finger und bring deine Hände auf die Matte. Von hier aus könnte es sein, dass du jetzt schon was spürst in den Unterarm, Innenseiten, dass du hier eine Dehnung spürst. Wenn du noch gar nichts spüren solltest, dann stell deine Zehen auf, lass die Knie unter deinen Hüften und vielleicht setzt du dich hier so ein bisschen tiefer. Sobald du etwas spüren solltest, bleibe hier und atme tief ein und aus. Genieße hier diese Dehnung in den Unterarm, Innenseiten. Und auch die Stacheln unter deinen Handflächen. Bleibe hier für ein paar Momente, bis zu 20 Minuten. Und wisse, dass nach 5 Minuten das Schmerzempfinden loslässt. Lass den Atem ein- und ausströmen. Und dann, wenn du bereit bist, löse wieder auf. Setz dich nochmal auf deine Fersen zurück. Wenn du möchtest, kannst du auch kurz die Hände ausschütteln. Sehr schön. Und dann gehen wir noch auf unsere Handrücken. Und zwar nimm deine Handrücken auf die Stacheln, lass die Fingerspitzen zu dir schauen. Es schaut ein bisschen komisch an, fühlt sich auch ein bisschen seltsam an, aber ist sehr effektiv. Es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen intensiv ist. Du kannst die Ellbogen leicht gebeugt halten oder leicht durchstrecken und von hier aus bleibst du entweder hier, wenn es genug ist, ist es genug. Ansonsten kannst du auch gern hier wieder in die Bewegung kommen und ganz vorsichtig dich nach vorne und nach hinten bewegen. Und du kannst auch von Seite zu Seite wippen. Verlagere dein Gewicht ganz vorsichtig. Und wenn du möchtest, kannst du auch hier Kreise drehen in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und sobald du genug verspürst, kannst du gerne wieder zurückkommen. Und auch hier lockern wir nochmal unsere Hände aus. Bring deine Finger zusammen und kreis deine Handgelenke in die eine Richtung und in die andere Richtung. So, das waren unsere Hände und wir kommen jetzt zu den Unterarmen. Dazu auch wieder die Ausgangsstellung im Fersensitz. Jetzt nimm deine Unterarme
auf die Matte. Wichtig dabei ist, dass die Ellbogen weg von der Matte sind, also nicht auf den Stacheln aufgelegt, sondern weg von der Matte. Und von hier aus kannst du gerne die Knie wieder ein bisschen zurückbringen, sodass du die Knie unter deinen Hüften hast und hier im Unterarmstütz bist. Und wenn du möchtest, kannst du dann gerne nach vorne und nach hinten wippen, so wie wir es auch schon bei den Händen hatten. Spür hier hinein, wie sich das anfühlt. Und auch hier kannst du nach rechts und nach links wippen. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn du möchtest, bleib auch hier ganz statisch, lass die Finger schön gespreizt. Bis zu 20 Minuten kannst du in dieser Übung bleiben. Und wenn du weitergehen möchtest, dann komm mit mir weiter. Dazu lass wieder die Knie unter deinen Hüften, stell deine Zehen auf und wir machen hier einen schönen Flow, eine fließende Bewegung. Mit der Einatmung schieb die Brust nach vorne, die Schultern zurück in der Kuh und ausatmen, mach dich hier ganz rund und hebe deine Knie und komm hier in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring deine Knie wieder zum Boden, schieb deine Brust nach vorne, öffne den Herzraum und ausatmen, werde wieder rund und hebe dann deine Knie. Und noch ein paar Mal so einatmen, nochmal nach vorne schieben deine Brust und ausatmen, komm wieder zurück in deinen herabschauenden Hund bzw. in den Delfin. Von hier aus kannst du gerne für ein paar Momente ganz statisch bleiben, diese schöne Dehnung spüren, die Stacheln unter deinen Unterarmen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne Bewegung reinbringen und deine Fersen nach oben ziehen und mit der Ausatmung Richtung Boden bringen. Ein und aus. Auch hier in dieser Bewegung, in dieser Übung, kannst du bis zu 20 Minuten bleiben. Natürlich kann es sein, dass es ein bisschen anstrengend ist auf den Unterarmen. Also geh heraus, wenn es nicht mehr angenehm ist. Und dann komm langsam wieder auf deine Knie zurück. Pointe deine Füße. Und jetzt kommen wir in eine angenehme Bewegung. Bring deine Arme nah an dein Gesäß heran. Bring deine Stirn hier auf die Matte. Komm in die Pose des Kindes. Und entspann hier für ein paar Minuten. Spür hier nochmal nach. Lass den Atem fließen. Und dann langsam roll dich wieder auf. Und das waren unsere Übungen für unsere Hände und für unsere Unterarme. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, wünsche dir dabei ganz viel Spaß und bis ganz bald.